So, herzlich willkommen zurück. Jetzt haben wir hier sozusagen nicht nur Killer befreit, sondern alle. Und das ist halt ziemlich gut, weil jeder, der sozusagen sich gegen Mengs mal aufgelehnt hat, jetzt halt wieder auf freiem Fuß ist. Brücke der Hyperion. Nur, also fast 4 Uhr. Schöne Flotte da, ne? 50 Jahre und noch nie ist jemand aus Neufort zum Entkommen. Mhm. Und wir knacken es an einem Nachmittag. Ich kann kaum glauben, dass wir das geschafft haben. Ihr Jungs wart gut. Ich und meine Phantome machen den Rest. Wir erledigen Minx und treten seine Liga in den Dreck. Minx zu stürzen war erst der Anfang. Hier geht es darum, eine bessere Zukunft zu schaffen. Mhm. Versteht ihr nicht? Wir haben gerade jeden Wissenschaftler, Philosophen und Freidenker befreit, der je gegen Minx aufbegehrt hat. Das war unser eigentlicher Sieg heute. Bist du wirklich so naiv? Morgen kommt ein neuer Mengsk und danach noch einer. Dein toller Traum von einer besseren Welt ist nur eine Illusion. Wenn alles so trostlos ist, warum bist du denn hier, Tosh? Was springt für dich dabei raus? Das gleiche wie für dich, Bruder. Ich will Mengsk tot sehen. Hier geht es nicht um Rache. Das Ziel unserer Revolution ist Freiheit. Du wirst diese bessere Welt erleben, Matt. Mhm. Aber für Typen wie uns ist da kein Platz. Matt wird diese bessere Welt erleben, ja? Jawohl, also wir haben halt auch alle Wissenschaftler befreit und so, also nicht nur seine Killerkumpels, sondern alle. Und das ist halt halt auch gut. Ich weiß nicht, was ist, wenn wir die andere Seite gemacht hätten, ehrlich gesagt. Habe ich nie probiert, weil, ja, er ist jetzt halt mein Kumpel hier. Er ist mein Black Lover, seht ihr, ne? Ich bin ein großes Risiko eingegangen mit dir und deinen Phantomen, Tosh. Ich hoffe nur, dass Nova nicht recht hatte, was dich angeht. Nee, hat sie nicht. Glaub nicht an die Lügen von der Kleinen. Das Phantomprogramm beeinflusst jeden unterschiedlich. Aber wir sind alle immer noch Menschen. Mhm. Es ist unsere eigene Wahl, ob wir Phantom werden. Nicht ihre, nicht deine und nicht die von Mengsk. Die Wahl zu haben, ist die einzig wahre Freiheit. Aber kann ich ihnen vertrauen? Kann ich dir vertrauen? Mach dir mal keine Sorgen. Wir werden für dich kämpfen. Bis zum Schluss. Meine Brüder und Schwestern, wir verdanken dir alles. Guck mal, mach dir keine Sorgen, wir werden für dich kämpfen, bla, bis zum Schluss, bla. Ja? Mehr brauche ich nicht. Wollte dir nur Bescheid sagen. Tosh hat sich offiziell unserer kleinen Revolution angeschlossen. Er hat gemeint, dass seine Phantome uns jetzt helfen werden. Du hast echt eine Schwäche für durchgeknallte Psychos, Jimmy. Diese Irren loszulassen ist nicht besonders clever. Der alte Mengsk hat ihn nicht umsonst eingesperrt. Mengsk hat sie eingesperrt, weil sie einfach nur Waffen für ihn waren. Auch sie haben ein Recht auf Freiheit, wie jeder andere auch. Ja, sie sind halt gefährlichere Menschen in dem Sinne, ne? So, unser Kontostand sieht schon viel schöner aus. Eine Eilmeldung. Wir haben heute Bericht erhalten, dass... Wie bitte? Wir schalten zu Kate? Aber ich... Die bestbewachten Gefangenen der Liga sind seit heute Nacht auf freiem Fuß, nachdem das Gefängnis von Neufortzim durch einen gewagten Einbruch infiltriert wurde. Liga-Sicherheitskräfte sind in höchster Alarmbereitschaft, da einige der Häftlinge frühere Mitglieder des Projekts Shadowblade sind, das, wie wir herausfinden konnten, eine Sonderabteilung des Ghost-Programms der Liga darstellt. Eine Reihe politischer Dissidenten wurde ebenfalls während des Angriffs befreit.
Wissen wir, wer dahinter steckt, Kate? Waren es Rainers Raiders? Die Beweislage lässt darauf schließen. Ja, Donny. Hinter ihr ist auch das Zeichen von Raiders Rainers gewesen. Jim Rayner hat unsere Welt heute Nacht wieder ein Stück gefährlicher gemacht. Donny Vermillion aus den Studios von UNN auf Korhal. Gefährlicher für die richtig bösen Jungs da draußen, Donny. Du solltest dich warm anziehen. Du solltest dich warm anziehen, ja. Okay. So, also Kumpel, also er sagt ja auch, mach dir keine Sorgen, ne? Also es fühlt sich für mich immer richtig an. Ich meine, wie er so am Ende lacht, so Brüder und Schwester, da denke ich schon so, okay. Ja, aber... So, und jetzt haben wir halt Ghosts hier, auch Phantome hier halt da, ne? Dieser Typ, Tosh, hat mir Daten gegeben, um mehr Phantomausrüstung zu bauen. Sicher, dass wir dem trauen können? Hab gehört, er kennt sich mit Gehirnwäsche aus oder so. Für die Ausbildung zum Phantom kann er nur Freiwillige einsetzen. Das ist die Abmachung. Er nimmt sie hart ran, damit sie nicht den Verstand verlieren, wenn sie erstmal vollwertige Phantome sind. Keine Gehirnwäsche involviert. Gut zu wissen. Wollen ja nicht, dass einer dieser Freaks abdreht und Ärger macht. Außer Tosh natürlich. Also er macht sich aus, aber wir brauchen uns keine Sorgen machen. So, jetzt haben wir hier halt bei den Einheiten, achso, Liga zählt es jetzt hier. Haben wir jetzt halt Phantome. Einmal, dass die halt komplett immer getarnt sind, ja. Also es kostet keine Energie mehr, steht jetzt hier, ne. Tarnung erfordert keine Energie mehr. Dieser Kampfanzug verfügt über einen Ziehverstärker, der die Tarnung aufrechterhält. Sobald man kann das Phantom sein Tarnfeld unbegrenzt aufrechterhalten. Und gleichzeitig wirbt psionische Energie für andere Fähigkeiten frei. So, und das andere ist halt diese Peitsche, das haben wir auch noch nicht gehabt. Dann gibt's jetzt hier Spitsch. Macht scheinbar auch eine Menge Schaden, wenn ein Tor damit gleich hops geht. Ein Tor ist schon sehr, hat schon viele Lebenspunkte, die Einheit, ja. Und nur einer war das, ne? Okay, 200 Schaden steht hier. Mit der entsprechenden Ausbildung können Phantome eine Druckwelle aus konzentrierender psionischer Wut auf ein einzelnes Ziel schleudern. Diese Welle entzieht dem Phantom alle Energie, tötet aber die meisten Ziele auf einen Schlag. Aus offensichtlichen Gründen empfiehlt Remedus Medical Systems diese Ausbildung nur für Phantome, die eine überdurchschnittliche Meinung von ihren Vorgesetzten haben. Okay. Also wenn du deinen Vorgesetzten nicht magst, solltest du es nicht lernen, so nach vorne. So, und das sind sie jetzt hier, ne? Ein Nebeneffekt des Phantom-Ausbildungsprogramms ist eine gesteigerte Exzentrik. Viele Phantome tragen Totems oder andere Glücksbringer bei sich, um ihre Fähigkeiten zu steigern. Es geht immer das Gerücht rum, dass die Liga immer noch im großen Stil Phantome einsetzt, ungeachtet der angeblichen Schließung des Programms. Phantome, sag mal, hast du schon jemals ein Phantom gesehen? Nein, weil sie nicht existieren. Gabriel Tosh, angeblich der erste der Phantome im Gespräch mit Saib Roche vom Umoyanischen Nachrichtendienst. Miss Roche verschwand eine Woche später und wurde seither nicht mehr gesehen. So. Gut. So, Labor, haben wir jetzt nichts Neues, ne? Außer Hansen? Jim, ich habe mich mal umgehört, wegen dem, was Nova behauptet hat. Du weißt schon, die Sache mit den Phantomen, die zu Psychokillern werden. Okay, was hast du rausgefunden? Ehrlich gesagt gibt es keine Beweise dafür, dass Phantome eher zu abnormalem Verhalten neigen als gewöhnliche Menschen. Ein plötzlicher Anstieg des Psi-Potenzials könnte zwar einen psychischen Zusammenbruch auslösen, aber Phantome sind keinesfalls die Monster, wie Nova uns glauben machen wollte. Sie hat uns angelogen. So. Mehr braucht man dazu nicht wissen, wa? Danke, Hansen. Deshalb habe ich deine neue Kolonie noch nicht beschützt, weil ich deine wissenschaftliche Expertise genau für sowas haben wollte. Also sie sagt mir halt im Grunde, dass ich das Richtige getan habe, ne? Weil sie gelogen hat. So. Die meiste Zeit weiß ich einfach nicht mehr, was ich tue. Ich habe das Gefühl, ich drehe mich im Kreis. Nein, Sir. Wir standen von Anfang an hinter Ihnen. Es ist Ihr Sinn für Gerechtigkeit, der uns bis hierher gebracht hat. Matt, mein Interesse an Gerechtigkeit ist vor langer Zeit erloschen. Ich habe mein Leben lang gekämpft, getötet, gute Männer in den Tod geschickt. Und wofür eigentlich? Depri Rayner. Die Sache mit Mengsk beenden ist alles, was mir noch bleibt. Menschen wie du werden eine bessere Zukunft aufbauen. Mhm. Wenn sich der Staub erstmal gelegt hat. Jupp. Weil sie uns etwas gegeben haben, woran wir glauben, Sir. Ich werde den Kampf niemals aufgeben. Das ist ein Versprechen. So, Matt ist halt echt der gute Junge, ne?
Okay, Haven will ich nicht machen. Tyrador, Valhalla. Valhalla ist auf jeden Fall eine krass geile Mission. Tyrador ist Medivex. Ich mach mal Valhalla als nächstes. Da werden wir den Odin bekommen. Der ist richtig, richtig geil. Das ist wirklich eine coole Mission. Also, wenn ihr wollt, sehen wir uns dann bis gleich, ne? Bellööö.